Ja, wer luschert denn da so verschlafen aus seinem Beutelchen? Es ist das langbeinige Flaschenkind im Grömitzer Zoo Arche Noah. Der kleine Kängurujunge war mit 20 cm aus dem Beutel seiner Mutter gefallen. Seither wird das Babykänguru von den Tierpflegern großgezogen. Und wie das bei Babys so ist, brauchen sie ganz viel Liebe und Zuneigung. Das ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob mit täglich 24 Stunden am Körper rumsteppen, alle 2 bis 3 Stunden füttern. Ja, aber es macht Spaß. Der kommt auch mit nach Hause. Der ist immer bei mir. Der schläft mit im Bett. Der kleine Kängurujunge braucht übrigens noch einen Namen. Ideen können bis zum 5. Juli per Post an den Zoo verschickt werden. Und mal ganz ehrlich, bei diesen süßen Knopfaugen fällt Ihnen doch bestimmt ein passender Name ein.